So, willkommen zum MyTest Special Carpeten. Wir bewirtschaften jetzt unser Feld auf meinem wunderschönen German Carpeten Server. Oder so ähnlich. Digga, auf meinem Mindclone-Server ist gerade mächtig viel los. Da sind ja gerade 7 Leute on. Ist der gerade Tag da auf der Tür oder was? Ich wünsche mal lieber ein bisschen mehr Aktivität. Wobei, man muss sagen, es ist ganz gut, dass jetzt gerade keine Aktivität hier ist, weil unsere Kiste ist ja ungeschützt. Von daher ist das auch gar nicht so schlecht, dass der Server hier noch ein Geheimtipp ist. Unsere Ho gibt gleich die Beine auf. Komm, Mann. So. Einmal so. Easy. Perfekt. So, dann können wir jetzt unser Weizen anbauen. Siehst du, was wir noch machen könnten? Ich gehe mal ganz kurz auf die Suche nach Dschungelbiom. Und zwar brauche ich Dschungelgras. Das können wir dann nämlich gebrauchen, um uns irgendwann mal Baumwolle anzupflanzen. Also, um uns da Baumwolle anzupflanzen, um das dann zu ernten und dann irgendwann mal uns auch Rucksäcke bauen zu können. Das wäre ganz nice. Ich muss jetzt nur gucken, dass ich hier nicht allzu schräg laufe, damit ich hier wieder gerade zurücklaufen kann. Siehst du, welche Richtung laufen wir eigentlich gerade? Wir laufen, die Wolken gehen von rechts nach links. Das heißt also, da ist Westen. Oh, mal unterwegs noch ein paar Äpfel hier abschlagen. Ach komm. Ich brauche Äpfel. Ich hoffe, wir kommen ja auch relativ früh auf dem Dschungelbiom. Ach, ernsthaft jetzt? Oh ne, wir kommen auf Wasser. Fuck. Aber das Wasser hat einen Vorteil. Wir können uns nämlich hier am Wasser lang bewegen. Dann haben wir praktisch das Wasser als Orientierungshilfe. Weil das Wasser dürfte nämlich jetzt hier einmal rumgehen und dann direkt an unserem Haus vorbeiführen. Und das wiederum heißt, wir kommen nirgendwo rein. Das bereits wiederum heißt, wir können uns... Ah, Dschungelbiom, okay, alles gut. Wir haben alles, was wir brauchen. Ich brauche gar nicht weiterreden. Mein Hals ist so extrem trocken heute, ich weiß gar nicht warum. Dschungel, ich komme, um dich hier zu vergewaltigen. Trab an. Hä? Halt nicht im Wasser. Im Wasser ist immer so nass. Ja, Dschungelgras, da geht doch. So, von dem werde ich mal eine ganze Menge abschlagen. Genau. Einfach mal deswegen, damit wir hier möglichst schnell, möglichst viel Weizen haben. Wow, Dschungelerkundler. Nee, doch, Dschungelerkunder.
So. Wir haben schon 30 Blätter. Ich versuche mal bis 60 Blätter zu sammeln. Dann können wir die ja dann später noch, während das bereits vorhandene wächst, können wir das dann ja bei uns direkt umwandeln. Kennt man ja, abbauen und wieder anbauen und wieder abbauen. Das Spielchen, was ich vorhin mit dem Gras gemacht habe, also in der ersten Aufnahme, in der ersten Folge. Genau das geht mit dem Dunkelgras natürlich auch. Okay, dann bewegen wir uns mal langsam wieder in Richtung der Heimat. Das müsste in der Richtung gelegen sein. I hope so. So. Die Wolken müssen jetzt... Oh! So, die Wolken müssen jetzt von links nach rechts gehen. Tun sie das? Oh Gott, Alter. Wow, natürlich ist jetzt bedeckt. Ja, gehen sie. Okay, sehr schön. Gibt's hier auch Regenwetter? Digga, so eine richtige Regenwolkendecke. Meine Fresse, sieht das geil aus. Und da hinten klart es schon. Da hinten klart es schon wieder auf. Ich meine, an sich wäre an sich wäre ja so eine Wettermod eigentlich ganz geil. Hat sich auch schon geliebäugelt mit. Das Problem ist halt ganz einfach der Grund, weswegen sie auch in meinen Klon rausgeflogen ist. Sie verursacht halt extrem viele Lags. Weil halt jeder einzelne Regentropfen ist halt ein Entity, der halt von dem Server an den Klienten gesendet werden muss. Das heißt also, ja, schwache Internetverbindung und du hast verkackt. Und dementsprechend ist das natürlich keine Option für Server, die für allerlei Leute geöffnet sein sollen, wie deine verfickte Freundin. Geil, eine Höhle. Oha, die geht weit runter. Wie viel sonst haben wir dabei? Gar nichts. Aber wir haben einen Stein dabei, den wir aber nicht verschwenden. Dann machen wir das anders, dann baggern wir es einfach mal runter. Und zwar am besten genau da. Och, scheiß Blätter. Oh, ernsthaft jetzt? Boah, Alter. Ab und zu könnte ich die Blätter echt einfach nur schlagen. Wow. Ist das die richtige Position? Ich hoffe mal, ja. Ja, doch, sollte. Nein! Okay, das war's dann. Ach, leck mich doch. Komm, jetzt bau einfach ab hier. Ist ja eine Trauerfeier hier. Okay, da müssen wir später wieder raus. Wow, geht's auch noch ganz schön weit runter. Gut, soll das auch alles egal sein? Ich will hier nur mal kurz nach Eisen gucken. Es wäre natürlich ein Träumchen, wenn wir jetzt hier direkt Eisen finden, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil wie gesagt, wir haben einen Map-Gen, der uns nicht mag. Ja, hier geht's zumindest ganz schön weit runter. Nice. Also Kohle haben wir schon mal. Aber Kohle haben wir sowieso schon ein bisschen. Von daher brauchen wir das jetzt nicht primär, sondern primär brauchen wir eigentlich Eisen. Wenigstens zwei Stück. Bitte, lieber Gott. Oh, Wasser. Okay. Schlechtes Omen. Oh ja. Die Höhle verzweigt sich ganz schön. Und natürlich kein Eisen in die Richtung. Ach man ey. Ist das ein Trauerspiel? Die Frage ist, mache ich mir jetzt noch mehr Fackeln für den Fall, dass wir noch mal was finden? Gott, Alter. Ich bin zu gutgläubig. Kann das sein? Ah, hier geht schon wieder hoch. Nee, also hier finden wir schon mal kein Eisen. Wäre auch so schön gewesen. Gut, dann gehen wir mal in den anderen Abzweig. Die Kohle lassen wir einfach mal komplett drinne. So, wir gehen mal hier rein, in die Seite.
Oh. Oh. So eine Art von Höhle ist das. Ja, ich kann den Leuten zur Fackel ausstellen. Okay, wenn das so eine Art von Höhle ist, dann kann ich vielleicht doch ein bisschen Glück haben, dass hier, ach du Kacke, Eisen vorkommt, weil in solch großen Höhlenräumen gibt es tatsächlich gerne mal Eisen. Boah, Alter. Alter, was ist das für eine Höhle? Ey, lückt euch das mal an. Es geht doch weiter runter. Warum auch nicht? Ah, wir haben Kupfer. Wow. Leute, ich brauch Eisen. Hier geht's auch schon wieder runter. Was? Ich wusste gar nicht, dass der Kerl auch ausgehen kann. Ach nee, die geht nicht aus. Scheiße, haben wir unsere Fackeln verschwendet. Ach, Alter, so eine riesen Höhle und wir können nicht nach Eisen suchen, weil es dort unten zu kackdunkel ist. Naja, wie gesagt. Lassen wir. Ist ein verlorenes Schiff. Wir sind auf der Titanic. Wo ist die nächste Fackel? Da. Wäre auch zu schön, wenn wir jetzt einfach mal ein bisschen Eisen gefunden hätten. Ist schon schade. Oh, ich habe eine Fackel vergessen. Ach, leck mich. Dann werden sich wahrscheinlich spätere Wanderer an uns erinnern. Ich habe mit Blut an diese Fackel meinen Namen geschrieben. Na komm. So, wie kommen wir jetzt im Dünsten wieder raus? Ach komm, jetzt ernsthaft. Naja, so schon mal nicht. Na komm. So, jetzt müssen wir hier gleich rauskommen. Genau. Über die Tür können wir uns jetzt zum Hochbau baggern. Hey, wieso ist da ein Baum? Ach so, es ist ein Ast von dem. Okay, so, wir müssen Richtung Westen. Westen liegt aber in der Richtung. Kannst du mal gucken, wie sich die Wolken bewegen? Nein, Westen liegt nicht in der Richtung, sondern in der Richtung. Hä, nee, Moment mal. Nee, doch, in die Richtung, genau. Von links nach rechts, genau. Also in die Richtung.
beziehungsweise nein, da liegt natürlich Osten, aber irgendwie sind wir sind vorhin in Richtung Westen gelaufen, also müssen wir jetzt in Richtung Osten laufen. So rum. Hä? Doch, genau. Da ist Norden, also ist da Osten. Ja, genau. Gott, Alter, jetzt bin ich aber selber hier schon ein bisschen verwirrt. Fängt ja gut an. Aha, da ist unser Feld. Ja, schön. Und ich dachte schon, Episode 3 heißt Ründe sich verlaufen. Wobei ich ja den Mindtest und so Let's Play sowieso keinen Namen gebe. Gut, jetzt machen wir mal das, was wir am dringendsten brauchen. Beziehungsweise erstmal das vorhandene Saatgut kann ich ja bereits einpflanzen hier. Wächst echt prächtig. So, dann wandeln wir mal das vorhandene Gras in Samen um. Dazu gehen wir nach hier und pflanzen alle schön an. Und jetzt wieder das abbauen. Zum Glück hat dieses Dschungelgras so einen hohen hier so eine hohe Hitting Box, dass man das auch ordentlich abbauen kann. Anders als bei dem normalen Gras, da musst du ja immer aufpassen, dass du nicht zu hoch bist und dann ja, also ist halt beschissener. So, wir haben gerade mal einen neuen Samen bekommen, ja, das ist aber nicht sehr gut. Er hat offen gesagt mit ein bisschen mehr gerechnet hier. Na gut, reicht das mal. Das reicht das mal. So, haben wir 16 Stück. Auch mal meine Hand schläft hier gleich ein. Okay. Gut, dann können wir jetzt anfangen, hier mal ein bisschen Bäume abzuschlagen. Der Baum hier zum Beispiel sieht scheiße aus. Und Scheißbäume gehören gefällt. Dann können wir nämlich anfangen, unser Haus zu bauen. Ja, die erste Blätter dies bauen. Sehr schön. So, da kommt wieder Sand rein. Ready for take off. Wollen wir den Baum ja auch ab? Ne, die lassen wir mal. So weit da hinten wird unser Haus eh nicht reichen. Ich habe auch noch gar keine Ahnung, wie groß ich unser Haus eigentlich mache. Ich würde mal sagen, wir fangen hier so an. Hier kommt der erste Baumstamm hin. So, na komm, komm, genau. 1, 2, 3, 4. Bom. Das ist zu viel größer, können wir uns daraus eh nicht machen. Oh Gott! Die Fläche ist kleiner als ich dachte. Die Frage ist, reicht so ein kleines Haus oder machen wir das Haus tatsächlich größer? Wir können auch so eine schöne L-Form vielleicht mal machen. Na gut, also die beiden Bäume hier mache ich auf jeden Fall noch weg. So, machen wir wieder Spitzhacke hier. Ist zwar schade drum, weil der eine Baum ist ein Apfelbaum.
Aber gut. Wir haben hier in unserer Nähe mehr als genug Apfelbäume, von daher sollte unser Apfelvorrat gedeckt sein. So, den muss ich auch wieder wegmachen, damit die Blätter hier despawnen. Sonst wird das nichts. Ah, die ersten wachsen endlich. Und da wächst doch alles. Sehr schön. Wisst ihr was? Kommt da, da. Okay. Hey, achso, der Baum mit Knapp. Komm, ab da mit euch. So. Jetzt heißt das 1, 2, 3, 4, bam. 1, 2, 3, 4, bam. So, das sollte dann als Grundfläche erstmal ausreichen. 1, 2, 4, bam. 1, 2, 3, 4, bam. 1, 2, 3, 4, perfekt. Aber ich bin am überlegen, ob ich doch in die Richtung, wie so ein kleines, wie gesagt, so eine L-Form praktisch in die Richtung reinbaue. Wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Mal ein bisschen Abstraktion reinbringen quasi. Komm, ich baue mir mal ganz fix hier eine Steinschaufel. Bringt zwar nicht so viel, aber es bringt zumindest etwas. So, mal gucken, wie groß die Fläche überhaupt werden muss, die wir hier brauchen. Damit wir nicht unnötig viel abgraben. 1, 2, komm her. 3, 4, bam, bam, bam. 1, 2, 3, 4, bam. Genau, das heißt, das hier muss definitiv weg und der Baum hier stört ihn dementsprechend auch. Der muss also auch weg. Ist ja zum Glück kein Apfelbaum, da stört das nicht so sehr. So. Nur werde ich bei dem wahrscheinlich alle Blätter manuell abschlagen müssen, weil ja, der andere Baum zu nah ist. Oh, ernsthaft jetzt? Arschloch. Reicht das? Oh, ich glaube sogar schon, das war schon viel zu viel. Wir haben den Baum, dem Nachbarbaum ja quasi sein gesamtes Blattwerk abgeschlagen hier. Jetzt setze ich mal wieder ein bisschen was hin. So, reicht. Okay, jetzt haben wir hier schon unser Haus. Hat so eine kleine L-Form. Das wird dann etwas gemütlicher. Vielleicht, keine Ahnung. Ja, okay. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 Pfeiler. Dementsprechend brauchen wir noch 40 Holz, alleine für die Pfeiler. Das Haus wird nämlich nur einetagig. Mehr bringt hier nicht, mehr brauchen wir hier nicht. Wir haben eine relativ große Grundfläche. 1, 2, 3. Achso, eben. Ist ja bloß noch 3 immer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fuck. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Außerdem würde mehr unsere Protection auch, glaube ich, gar nicht hergeben, weil eben zu viel haben wir gar nicht protected. Okay. Ein Schwein. So, damit haben wir schon mal die Grundpfeiler. Und dann würde ich mal sagen, das reicht dann erstmal für die Folge wieder. Ja, und in der nächsten Folge sind wir dann hier die Wände rein. Also die Seitenwände. So, und dann gucken wir mal weiter, ne? Bitte beenden. Danke. Schau mit V.